Ja. Macht aber vielleicht noch Sinn. Bin ich noch aus? Ja, ich bin noch aus. Macht vielleicht noch Sinn, diesen anderen Auftrag in der Nähe zu machen. Gefangener der Liebe. Hier den. Vorgeschlagene Stufe 2. Ja. Insofern. Können wir das ja ruhig machen. Wenn wir jetzt schon mal in der Nähe sind. Aber was heißt in der Nähe? Das ist ja auch ein gutes Stück weg. Egal. Wir machen das. Nachdem, was Renrock dem Koboldbankier bei Gringotts angetan hat, sollte mich das mit Ornn nicht überraschen. Da sind auch. Ist auch wieder ein Weg und da sind auch Gegner. In der Nähe, hallo. Eine Spinne? Ich glaube, die kommen aber nicht hier hoch gerade. Oh. Der Weg führt auch nur im Kreis. Ja, ich guck mir euch gleich mal an. Wir spinnen. Dann schaue ich mal, was das für eine Stufe bei denen ist. Ich bin da wie Ron. Ich hasse Spinnen. Ja. Kreuzspinnenschütze. Auch Stufe 16. Ich weiß nicht, ob man das gut schaffen kann. Mit uns. Also wir sind gleichwertig. Mal gerade. Gegner. Spinnen. Kreuzspinnenschütze. Diese Spinnen spucken lieber aus der Ferne ätzendes Gift. Triff sie mit einem Feuerzauber, wenn sie sich auf den Angriff mit ätzendem Gift vorbereiten, was die Spinnen entzündet. Okay. Rennen sie ab. Wo sind die? Ich sehe sie nicht. Ach hier, okay. Alles klar. Ach, Incendio kann man nicht immer machen. Okay. Ihr Unholde. Ihr Unholde. Einfach mit den normalen Zaubern drauf geht auch easy. Ich weiß nicht, was ich jetzt eingesammelt habe, ehrlich gesagt. Ihr Unholde. Rebellion. Guten Tag. Das führt nochmal ganz woanders hin, ne?
Aber wahrscheinlich kommen wir da sonst auch gar nicht hin im Rahmen von anderen. Oh. Ach, hier sind überall Prüfungen Merlins. Krass. Krass, krass. Ich weiß aber gar nicht, ob wir jetzt noch viel Malvenkraut haben. Ah, wir haben noch was, auf jeden Fall. Gut, erkunden. Wohin führt dieser Weg? Zu Dingen auf jeden Fall. Klumpsaft. Den solltest du auch einsammeln. Ich will dich auch streicheln. Revelio. Mal hier unten. Hallo? Was ist das? Hm. Oh, vielleicht brauche ich da Bombarder oder sowas. Incendio. Wahrscheinlich. Die geht wohl so nicht auf. Revelio. Ah, oder wir müssen daran ziehen. Sieht interessant aus. Ja, wahrscheinlich finden wir wieder eine Kiste. Ganz schön groß aus. Ein Rätsel. Was soll ich damit? Mobioso. Akio. Oh, oh, oh Gott. Wow. Das war jetzt aber nicht das, was ich finden wollte. Nein? Revelio. Ich dachte, vielleicht wäre es diese Kiste, aber scheinbar nicht. Stelle. Komm. Ich hätte gedacht, es wäre das hier. Das einzige ist interessant aus. Revelio.
Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Wieso? Ist das hier eine Prüfung? Aber wo? Ich muss aber nicht Malvenkraut auswählen, oder? Nee. Nee, die Prüfung ist auch irgendwie oben drüber. Das hat damit nichts zu tun. Ich raff's nicht. Sieht als einziges interessant aus. Oh. Ich kann nichts damit machen. Mensch. Oder so. Ich nicht? Das sollte ich untersuchen. Ja, ich weiß aber nicht, was ich machen soll weiter. Revelio. Hoffe ich nicht. Incentro. Ja, nein. Lumos. Ich verstehe nicht. Hier. Er müsste mir ja auch sonst irgendwas anzeigen. Ich sehe einfach gar nichts. Okay, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, gerade gar keine Ahnung. Komme ich dann vielleicht später nochmal wieder? Revelio. Oh mein Gott. Komm doch hier. Wie süß. Revelio.
Boah, das ist ja noch alles viel überfordernder. Jetzt, wo man auch überall hier draußen rumlaufen kann. Ja, ich habe schon gesehen, da ist eine Seite auf jeden Fall. Ist doch unfassbar. Ja, jetzt gib mir die Seite doch. Mörtlab-Tentakeln. Mörtlab-Tentakeln sind eine seltene Zaubertrankzutat, die dafür bekannt ist, den Widerstand gegen bestimmte dunkle Zauber zu erhöhen. Außerdem haben die Tentakel eine heilende Wirkung. Eine Überdosis kann jedoch lila Ohrhaare verursachen. Oh mein Gott, wie viele Handbuchseiten gibt es denn hier überall? Das ist doch unfassbar. Okay, ich kann jetzt auch da lang laufen. Ich hab überhaupt keinen Plan. Rebellio. Ich weiß einfach nicht, wo ich hin soll, du. Da ist die Mehrlingsprüfung. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Mhm. Interessant. Leviosa. Ich soll sie kaputt machen? Ist das richtig? Sieht interessant aus. Ja. Schon klar. Diese Prüfungen Merlins kriegen mich nicht klein. Schon wieder aufgestiegen. Jawohl. Wie viele muss ich schaffen, um noch was freizuschalten? Ja, mehr Platz für Ausrüstung. Cool. Okay. Kampf. Silke schwarze Magier. Cool. Umhang aus Drachenhaut. Spinnen. Spinnenschlechter Rüstung. Hm. Okay. Das ist cool. Mehr Platz.
Okay, da ist auch schon wieder was. Revelio. Ding, eine Seite. Das ist ja nett, dass es einem zumindest hier angezeigt wird. Schwarzer Hybride. Der schwarze Hybride ist ein großer Drache, der über 9 Meter lang werden kann. Eine große grobe Schuppe, die ursprünglich zu einem dieser Tierwesen gehörte, zählt zu den wertvollen Besitztümern, die Archie Bickel in seinem Versteck aufbewahrt. Oh, von dem Jungen. Ha. Wow, hier ist sogar noch so ein Skelett. Nicht schlecht. Revelio. Okay. Oben ist noch was. Da muss ich wohl mal hin. Revelio. Denn dort scheint etwas zu sein. Gegner zum Beispiel. Die hängen hier ab. Oha. Ich sag nur, es hat zu lange gedauert. Die sahen auch schon mal besser aus. Hm. Die Leute oder... Ruine. Wilderer Spurensucher. Okay. Rettbare Tierwesen? Süß. Hier. Wilderer Spurensucher. Diese skrupellosen Zauberer beherrschen keine Schildzauber, sodass sie für alle Arten von Angriffen verwundbar sind. Vorsicht vor ihren Gegenangriffen. Sie können dich mit Zaubersprüchen überrumpeln, noch während sie sich von einem Schlag erholen. Oh. Nicht so nett. Na, dann komm mal her. Lass dich in Zukunft vielleicht nicht allzu sehr mitreißen, wenn dir eine holde Dame begegnet. Es wird immer eine. Wehe, wenn das ein Trick ist. Dich töte ich doch schneller als ein Mondkalb. Das kann. Lass mich runter! Wenn ich auch nur einen Kratz. Ach, das war's schon? Aber echt. Schluss mit der Wilderei. Hinter den Ruinen. Hier bin ich richtig. Was ist das? Hinter den Ruinen, hier bin ich richtig. Was meinst du damit? Revelio. Das Kobold-Lager oder was? Erstmal noch gucken, was wir hier haben. Ah, okay. Muss ich wohl aus dem Weg schaffen. Incendio. Nein! Akio. Sieh's einfach aus, so. Kein Problem. Ein Wintermantel. Noch was hier? Hm, wie genau komme ich da hin? So nicht. Revelio.
komme ich denn da rein? Oh nein! What do you want? Oh, dem hätte ich wohl ausweichen sollen. Kackspinnen, geh weg! Nein, ausweichen. Oh, scheiße. Was für Kackspinnen. Ich muss lesen, was die kann. Ich muss lesen, was die kann. Dass da eine Spinne kommt. Kreuzspinnen, Lauerer. Das ist jetzt aber so eine rote, ne? Sinnvollste Verteidigung sagt, auszuweichen, ja. Ich habe kein Descendo. Okay, vielleicht sollte ich besser weg. Ich weiß nicht, ob das für mich eine gute Gegnerin ist. Aktuell. Das ich bin mal weg. Bessere Tage erlebt. Bitte geh weg. Bitte geh weg. Ich bin noch nicht auf deinem Level. Ist einfach so. Kann ich nichts machen. Ich bin nicht auf deinem scheiß Level. Ich wollte nur wissen, wie ich hier rein kann. Vielleicht auch Bombarda oder sowas. Ja, ich glaube, wir kommen hier lieber später nochmal wieder. Bitte geh doch einfach weg von mir. Lass mich doch. Geh weg, du... Blöde Kuh. Revelio. Die ganzen kleinen Viecher. Wieso ist die jetzt da? Ah, 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 ah. Ich bin weg. Ciao. Alter. Pass auf dich auf, Schaf. Ich brauche mehr Zauber. Was war das jetzt? Ach so, eine wieder. Die ist aber nicht so schlimm, ne? Der Sieg kam keine Sekunde zu früh. Soll die anzünden, wenn die sich im Angriffsding befinden, aber ich weiß nie so richtig, wann das ist. Oh Gott, oh Gott. Revelio. Dort scheinen die zu sein. Na gut. Ein Lager. Das muss es sein. Soll ich das kämpfenderweise machen oder schleichenderweise? Was? Ist egal wahrscheinlich, ne? Ein Dutzend Menschen zum Kämpfen. Krieger der Anhänger.
Gut, gucken wir mal, wie wir die wegkriegen. Die können gerettet werden. Dann im Raum der Wünsche aufgepäppelt werden. Ha. Das ist niedlich. Schwere Koboldwaffen sind gefährlich, doch Expelliarmus macht mit allem, was sie in Händen halten, kurzen Prozessen lässt ihnen nur noch ihre schwächste Alternative. Ja gut, aber kann ich die nicht trotzdem so besiegen? Menschen laufen immer weg, wenn sie mich sehen. Ja, weil du hässlich bist, ihnen wahrscheinlich. Ist ja was, als hier Wache zu halten. Tja, was ist da wohl passiert? Schon lustig. Was kannst du denn da für Sachen machen? Er hat ein bisschen Gold dabei. Trank, sehr gut. Offenbar gibt es mehr als einen Eingang. Ja. Ist auch noch eine Merlinsprüfung. Klau den Armbus Bolzen. Eines Weitläufers der Anhänger. Schließe den Kampf ab, ohne Mega-Power-Tränke zu benutzen. Ein Armbrustbolzen klauen. Also muss ich vielleicht doch einmal Sanktionierung machen. Kann ich mal gerade speichern zwischendurch. Wäre vielleicht ganz cool.